Was ich dir schon immer sagen wollte, Cowboy Joe. Was denn? Ich habe noch nie so verdammt mieses Jackett gesehen. Was? Hey, ich fordere dich zum Duell! Projekt X. The Heterodyne High Quality Sound Recreation Explosion. For your personal diffusion process. Psychological power pressing mission assassination. Boogie boogie baby, do the rock and roll. Boogie boogie baby, do the rock and roll. Boogie boogie baby, do the rock and roll. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit uns wieder die späte Stunde in der Nacht verbringen. Es war der 27. Oktober, ich erinnere mich genau. Ich habe mir nach dem Nachmittagsturnunterricht, ich war 16, in einem Plattengeschäft die neue Platte Boogie Woogie Baby von Udo Jürgen gekauft. Bin nach Hause gegangen, habe sie abgespielt. Ich glaube, mich erinnern zu können, sogar in moderater Lautstärke. Meine Eltern kommen alle drei ins Zimmer, gehen zum Plattenspieler, reißen die Nadel runter, nehmen die Platte, es war eine Singleplatte, werfen sie am Boden, sie bricht entzwei und trampeln mit den Füßen herum und ziehen mir ganz schön die Ohren lang. Ich habe das damals als extrem unfair empfunden, war einerseits traurig und voller Wut und habe sehr böse Dinge zu meinen Eltern gesagt, habe sie gemein genannt und es war dann, glaube ich, eine lange Krise zwischen uns. Heute aus der Entfernung denke ich mir aber, das ist der normale pubertäre Prozess, in dem Musik einfach integriert ist. Heutzutage gibt es auch Musiker und ich weiß aber nicht, wie viel man da noch von Rebellion spüren kann. Die sogenannten Boygroups kennen Sie. Wir haben ein Mitglied der wohl bekanntesten hier im Land. Back Off heißt die Band. Und bei uns zu Gast der Hubert. Hubert, ich darf du sagen, gell? Ja, gerne. Servus, Hubert. Nimm Platz. Hubert, du spielst bei der Gruppe Back Off. Wie viel seid ihr? Zum Stromspann ist gescheiter vielleicht. Ja, danke. Entschuldigung. Wie viel seid ihr? Wir sind zu viert. Ihr seid zu viert? Ich bin einer von vier, ja. Ihr habt schon zwei erfolgreiche Singles herausgebracht, glaube ich. Ein Album gibt es auch schon? Ja, haben wir gemacht, ein Album. Das heißt I Love You Baby, Dance Jackson. Aha. Und wie viele Platten habt ihr verkauft? Puh, das weiß ich gar nicht so genau, aber wer weiß schon, wir haben zwei Goldene gekriegt und in Österreich allein. Und jetzt schauen wir, dass Deutschland und Nordamerika werden wir jetzt einen Angriff nehmen. Aber es rennt ganz gut. Ja, in Deutschland auch schon? Ja. Toll. Obwohl wir auf Englisch singen. Ihr singt es auf Englisch? Ja, weil es internationaler ist, ganz einfach. Aber darüber werden wir sicher. Weil wir wollen ja, dass die Fans uns auch überall verstehen. Also wenn sich jemand in Japan oder in Italien sich unsere Platte kauft, möchten wir, dass die Message genauso rüberkommt wie in Österreich. Ich verstehe, Hubert, vom Back Off. Wir haben aber auch die andere Fraktion zu Gast, meine Damen und Herren. Sie alle kennen die Scorpions. Das ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Das ist purer, wilder Rock'n'Roll, der durchaus noch rebellisch ist. Und ich freue mich, dass die Großmutter der Scorpions Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen ins Projekt X. Willkommen, Hermine Umma Jansen. Grüß Gott, Frau Jansen. Küss die Hand. Na, da fangen wir gleich mit einem Witz an. Ich habe noch ausprobieren wollen, was er drauf hat, aber ich habe es mir vorgestellt, ungefähr in der Richtung. Ja. Mit dir kann man alles machen, da bist du einer. Naja, Moment einmal, darf ich kurz einmischen, bevor wir da gleich. Merken Sie, meine Damen und Herren, da diese Spannung zwischen. Nein, ich glaube, das meinst du so als Scherz gemeint von der Frau Jansen. So. Na, Spannung ist eigentlich nur, wenn ungefähr zwei gleich starke Pole da sind, nicht? Aber ich glaube schon,
dass man da von dem nicht sprechen kann, nicht? Ja. Genau. Ja. Darf ich Sie trotzdem gleich eingangs fragen? Sie haben 5 Enkel, das sind die Scorpions, die Rockband. Was waren die größten Hits von den Scorpions? Ja, die Scorpions war sicher der größte Hit, war das mit dem Pfeifen, Thrilling on Mountains. Da ist also der Erich, ist der beste Pfeifer von den Buben, wo es am Anfang ist eigentlich völlig unbetont, a cappella, im Hintergrund überhaupt keine Musik, und er pfeift allein dahin, und im Video ist das irrsinnig gut umgesetzt, also er geht allein durch eine Stadt und pfeift nur so, und wirklich da rennt die Ganzelhaut rennt ihm runter, und natürlich gibt es Streit zwischen den Buben, weil eigentlich mehrere gut pfeifen, aber wir haben damals, glaube ich, die richtige Wahl getroffen. Auch unzählige Platinplatten, goldene Schallplatten, die Scorpions. Erzählen Sie einmal die Geschichte der Scorpions und was die Scorpions eigentlich darstellen in der Musikindustrie, und dann versuchen wir das ein bisschen mit der Boygruppe zu vergleichen. Ich würde gar nicht so groß sagen als Boygruppe extra, wir sind einfach eine Popband und wir bestehen halt zufällig aus 4 Jungs. Ja? Und wichtig ist für uns die Musik und die Show. Ob das jetzt Boygroup heißt oder Rock'n'Roll? Warum kennst du dann keine machen, wenn das wichtig ist für euch? Macht sie die Musik selber? Ja, also gemeinsam mit dem Synthesizer. Gemeinsam mit unserem Produzenten natürlich. Also wir sagen natürlich schon, mach den einen Beat da rein oder mach ihn wieder raus, wenn uns das nicht gefällt. Den einen was? Beat? Was heißt Beat? Groove. Das ist eine reine Dosenmusik. Es geht darum, dass die sehr auch huchen, die mehr oder weniger plaudern sie im Katalog, da singen sie Töne und sagen, den nehmen wir, den mischen wir eine und das. Also alles andere ist natürlich... Ist es computergemachte Musik, was ja heutzutage schon durchaus, wie soll ich sagen, ja, also kann man durchaus... Natürlich verwenden wir Computer, weil wir eine Band der 90er sind und wir wollen natürlich die aktuellen Trends und die Technologie nicht verleugnen, die es gibt. Also es hat keinen Sinn, wenn wir jetzt mit akustischer Gitarre und Geige auftreten. Natürlich gibt es Computer und die wollen wir verwenden in unserer Musik. Und das ist aber bei Ihnen anders, computergemacht, ne? Nein, sagt er, weil das noch in Stecker einsteckt selber vom Computer. Nicht? Das ja, das habt ihr hier gemacht, ne? Ach so. Ja. Naja, also, bei unseren Sound, das ist klar. Ich meine, das ist lauter analog. Das ist alles analog gespielt, da gibt es überhaupt nichts. Die Buben können Gitarre spielen, Mundharmonika, Flöte, Blockflöte, Melodika. Der Hannes kann sogar Geigen spielen. Ich meine, er muss nicht, er spielt in der Band spielt er Bass. Elektrobass, oder? Bassgitarre. Und kann er zum Beispiel einen Salto machen auf der Bühne? Das macht ihr. Ja. Ich weiß nicht, ob man es richtig versteht. Meine Buben sind Rock'n'Roller, keine Kasperln oder Zirkusleute. Ich meine, wofür ein Salto? Ja, ist ein Schwimmbecken, habt ihr ein Schwimmbecken auf der Bühne oder statt die Zuschauer? Gehen nicht die Zuschauer aus, habt ihr wahrscheinlich ein Planschbecken aufgebaut, ne? Das dazu euch zu bepassen. Nein! Ja. Gemein! Gut. Nimm dann nur ein Viecherl und Reste. Vielleicht können wir ein bisschen weniger polemisch sein. Ja. Wäre das möglich? Nur, dass man nicht so direkt vielleicht angreift. Wir wollen das ein bisschen konkreter erörtern. Ey, du musst lieber konkreter erörtern. Ihr habt ja eine Bühnenshow, eine ausgefeilte, ja. Jetzt für die neue Tournee, und da tanzt ihr sehr viel, auch synchron. Ja. Ist das etwas, was ihr selber zusammenstellt, oder sagt da ein Choreograf oder eine Choreografin, wie ihr tanzen sollt? Wir haben schon eine Choreografin, die Karin, die hilft uns schon, die sagt, okay, mach den Move und den Dance Step Jackson, für Forward, oder wenn uns der nicht gefällt, dann müssen wir entweder üben, bis er reingeht, synchron mit allen, oder wir sagen, das passt jetzt nicht gut zur Melodie oder das, zum Titel, zum Beispiel, wenn es geht im Lied irgendwie so um Liebe, sondern dass man irgendwie so macht, umarmen und so, oder. Mhm. Aber bei Ihnen, bei der Show ist ja das anders, Sie sind ja so wilde Gitarrenbewegungen, das hat vielleicht mehr mit dem zu tun, wie ich aufgewachsen bin, noch mit, wie man so sagt, ehrlicher Musik, die mit ehrlichem Schweiß noch gemacht wird. Ne? Naja, sicher, bei uns kann man richtig in Schwitzen. Ne? Das war jetzt sozusagen, dass man in Schwitzen kommt während der Musik. Ich würde das gerne mal vergleichen. Und ob die Frau Janssen, die Oma Janssen, Hermine Oma Janssen, einen Dance Step, wie sie ihn genannt haben, könnte, und ob sie so einen Gitarrenbewegung können. Kann man das ausprobieren? Ob ich so einen Dance Step könnte? Ja. Das ist nämlich gar nicht so leicht, muss man wohl lange. Na ja, gut. Sie können ja ihm nicht das Talent absprechen, weil sie ihn die ganze Zeit so angreifen. Ich verspreche mir nicht das Talent. Oh, als Hampelmann ist er da los. Macht jede Bewegung, was man ihm sagt. Kann ich sicher nicht. Man brauche ich gar nicht ausprobieren. Trifft Sie das gar nicht, wenn die Frau Janssen Hampelmann zu Ihnen sagt, die Großmutter des Scorpions? Der Manager sagt das wahrscheinlich auch öfters, gell? Na, sicher nicht. Ach so. Nein!
Na bumm, da habe ich eine Männlichkeit, da war ja eine Männlichkeit plötzlich dahinter. Du bist ja ein großer schreiender Löwe auf einmal geworden. Bumm, da fürchte ich mich aber. Hui, könnte ich mir vorstellen, dass du sogar Gitarre spielen kannst, wenn so viel Energie in dir schlummert. Das finde ich jetzt echt nicht okay, irgendwie so auf peinlich und auf Prolo herhauen. Auf Prolo? Auf Prolo herhauen? Nein, so auf fühlst du als Prolet? Du wirst wahrscheinlich mit 12 Millionen Schilling am Konto. Du hast ja gar keine Ahnung. Wie viel verdienen Sie? Sie sind ja sicher auch 40 Millionen. 40 Millionen? Aber ich kenne schlechtere Zeiten. Er ist ja mehr oder weniger nicht als ein klassisches Styroporkind für mich. Von den Eltern verhätschelt und dann irgendwo mit 14 angefangen und Millionen in den Hintern geschoben kriegt. Ich weiß nicht, ob das der schwierige Weg nach oben ist. Wie ist Ihre persönliche Geschichte? Aufs Konto eigentlich? Naja, aber so viel gar nicht blöd. Naja, wie ist Ihre Geschichte eigentlich, die Geschichte von Back Off? Sie bekommen so viele Vorwürfe hier. Äußern Sie sich doch dazu. Sie bekommen den Vorwurf, dass Sie überhaupt nichts gescheit können, dass Ihnen das Geld nachgetragen wird. Ja, aber Sie bezeichnen ihn als Hampelmann. Und meine Konklusion daraus ist die, dass andere ihm sagen, was er zu tun hat, nicht? Und dass das gar nicht von ihm kommt. Ich glaube es ja nicht. Ich habe Sie eingeladen, weil Sie ja besonders talentiert sind und weil Sie ja besonders erfolgreich sind. Ich kann tanzen, kann singen und performen. Na, mit dir kannst du wunderbar umgehen, das kommt ja auch noch dazu. Hm? Ist ja Wahnsinn. Sehr blöd, dir. Jetzt hast du einen ganzen Stall davon. Fühlst du dich schon als Erwachsener, Hubert? Bist du schon. Und du hast ja viele weibliche Fans, oder? Weil ihr singt ja auch viel über die Liebe, gell? Weil es wichtig ist, weil es betrifft einfach jeden Menschen. Also von Liebe kann man sagen, ohne Liebe kann kein Mensch leben. Und so Beziehungen, das betrifft jeden. Wir wollen über Inhalte sprechen, die jedem nahe gehen. Und ihr meinst das auch ganz ehrlich? Ja. Meine Damen und Herren, gerade wenn wir über die Liebe reden, darf ich Ihnen ein Juwel der Filmindustrie anbieten. Unsere Projekt X Cinematografie-Abteilung hat uns ein wunderschönes Stück Celluloid zukommen lassen. Es ist ein französischer Kunstfilm, erst in der Epoque Tristesse sicher anzusiedeln. Er heißt Le Malheur d'Amour. Und auch hier, genauso wie unsere Musikanten hier versuchen, Gefühle zu vermitteln, wird das hier im Film versucht. Vielleicht geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß und versuchen Sie, diese Empfindungen aufzunehmen. Karin, ich möchte Schluss machen. Wir passen nicht so wirklich gut zusammen, dass ich sagen könnte, ja, du bist die Frau, mit der ich mein ganzes Leben vorstellen kann. Das fällt dir so plötzlich ein? Nein, das fällt mir nicht so plötzlich ein. Ich habe es nicht leicht gemacht, die letzten Wochen. Und Sie sind einfach Zeit drin? Nein, das ist alles nicht wirklich konsequent. Eh nicht. Ich möchte sicher nicht wehtun. Ich bin froh, dass ich los bin. Steck mein. Endlich. Niemand sieht ihn. Niemand hört ihn. Doch er steckt sich die Buttersemmel unter die Achsel. Verschwindet. Lautlos und bescheiden. Alles wird wieder gut. Ich liebe dich auch. Willst du meine Frau werden? Ja. Und
unglaublich, wie der Regisseur dieses Films Malheur d'amour, François Legrand, es hier schafft, in dieses Époque Tristesse-Genre eine unglaublich intelligente Paraphrasierung des amerikanischen Actionfilms einzubauen. Ich bewundere ihn dafür und ich glaube, Sie tun es auch, oder? Ja. Ja. Wir haben auf der einen Seite die, ich formuliere es ein bisschen polemisch, aalglatten gemachten Boygroups, auf der anderen Seite den schweißtreibenden Rock'n'Roll. Es gibt unglaublich viele Meinungsverschiedenheiten. Ich finde das nicht fair, dass du sagst. Also ich glaube einfach, dass wir einfach zeitgemischter sind, ganz einfach. Die Zeit von Rock'n'Roll ist halt auch 70er und 80er Jahre und wir sind halt einfach 90s. Sagen wir so, ich hab auch ein großes Problem und das ist das, dass wir so ein Würstel hingesetzt haben. Ich tat viel lieber mit einem Gleichberechtigten, Gleichstarken, da kann man ja viel mehr kämpfen, so durch die Lade, man kann nicht hier, richtig austeilen. Glauben Sie, dass es hier nur um Kampf geht, Frau Hermine Omer-Jansen? Um Kampf, nein, es geht um Meinungsdifferenzen, aber das ist halt immer schwierig. Man, mit einem Kind tut man sich schwieriger als... Aber er ist doch, du bist 18, oder? Fast 19. Wann wirst du 19? 7. Juli. 7. Juli? Ja. In welchem Jahr? Heuer. 1998? Ja. Mhm. Sie müssen entschuldigen, mir steht's auf. Ich habe gestern in Liesing eine Knofewurst gegessen und die drückt mich heute so auf. Ist das eigentlich bei Ihnen noch immer so? Ich habe gestern einen Veggie-Burger gegessen, vegetarisch, weil es gesünder ist. Sehr vernünftig. Ist es bei Ihnen noch immer so, dieses Sex and Drugs and Rock'n'Roll, wenn Ihre... Nein, bei mir persönlich nicht mehr. Ich bin eigentlich schon jenseits von Gut und Böse diesbezüglich. Also vielleicht nur ein paar Drugs, die mir fehlen. Wie alt bin ich? Ich gehe auf den 76er. 76? Und ja. Immer so top in Form? Ja, und das sage ich, das ist der Rock'n'Roll, das ist halt jung. Man auf Tour die ganze Zeit. Sind Sie noch dabei auf Tour, wenn das gerade bei uns auf Tour sind? Ich meine, Buben lasse gar nicht ohne mich aus. Ich bin mehr oder weniger also sowas wie ein Co-Manager. Aha. Aber ist das nicht ähnlich? Ja, Co-Manager braucht man ja gar nicht auf der Bühne, oder? Das sind ja für die Alm. Nein, nicht Co-Manager. Zweitmanager. Also der Co, nicht der kooperiert mit dem anderen Manager. Ja, aber da haben Sie auch eine Funktion, nicht? Und ja, da sicher. Betreuen Sie auch Ihre Burschen. Selbstverständlich. Und ihm werfen Sie aber vor, dass Back-Off alles nur vom Manager gemacht ist und gar nicht echt ist. Na schau. Persönlich, ich habe ja gar nichts gegen Hubert. Ich meine, wenn er da sitzt, der ist ein lieber Bub. Aber ich meine, wenn ich jetzt sage, ehrliche Musik, Idol sein, dann fürchte ich ja um unsere Jugend, unsere Gesellschaft, wenn so ein, jetzt sagen wir es einmal, Lerchelschaß, ein Ideal ist zum Nachahmen. Ne? Ja, ich meine, die müssen irgendwann zum Bundesheer schauen, sagt er das auch. Aber Frau Hermine Omer-Jansen, er ist ein Idol, nicht? Du hast doch unglaublich viele junge Mädchen als Fans. Ja, was heißt das für die Zukunft des Landes? Naja. Das ist ja die Dramatik. Ich meine, früher, Rock'n'Roll, die haben ja noch Ehre. Wenn da beleidigt worden ist, war sofort ein Wickel. Ne? Aber das ist ja Gummiwand. Streitereien sind nicht total blöd, wenn man sich gleich prügelt wegen der Kleinigkeit. Man kann ja reden über Probleme. Ich glaube auch, dass ein gewisser pazifistischer Ansatz in der Musik, auch in der Populärmusik, wie unsere Jugend sie hört, sicher nicht fehl am Platz ist, oder? Sicher, sicher. Ich bin ja auch kein Kriegshetzer oder sowas in dem Sinn. Aber ich meine, sie sind halt wirklich, wie Sie vorher gesagt haben, allglatt. Und richtige Männer, ich weiß nicht, für mich, der muss ja nicht wirklich schön sein. Muss nicht so geschminkt und Make-up und Tutti und Tati, ja, sondern von Eddie Constantin, Belmondo, das sind meiner Meinung nach schöne Männer. Obwohl sie in Wirklichkeit nicht schön sind. Was die waren Ihre halt Idole, was. Wie Sie jung waren? Na, da war, wie ich jung war, na gut, das ist jetzt schon wirklich länger her, da waren die Beatles gerade innen. Und dann die zweite Gruppe, wo so berühmt war, waren die King. Die sind jetzt nicht mehr so, und dann sind die Mode gekommen. Und dann, das war dann nicht mehr so meins, dann sind die Popper gekommen. Aber das war nicht mehr meine. Ich glaube, von den Poppern haben ja eher Sie was, nicht? Populärmusik, Popper, ja. Die sind ja mehr mit dem Scheitel und so gekämmt. Ich habe mich zu einem Scheitel ähnlich. Machen Sie sich Ihr Styling selber, das, wie Sie aussehen? Naja, kaufen Sie sich selber Ihr Gewand oder macht nein, das dann nicht? Aber nein, da werden wir nein. Das ist ja für seine Managerin zuständig, die sucht, kauft das schon für uns ein, aber die weiß halt, was uns gefällt. Aha. Er ist ja noch gar nicht geschäftsfähig, er dürft ja noch. Oh ja. Also bitte, sie hat mit 14. Also es finde ich echt mühsam langsam. Ich finde das so finde ich echt mühsam langsam. Wenn sie immer so rumhaken, das finde ich echt nicht okay. Es ist irgendwie so, ja. Er meint, egal was er sagt, das ist falsch.
Naja, da hat er nicht Unrecht. Da muss ihm erstmals Recht geben. Na schauen Sie. Na geh. Hubert, jetzt lassen Sie sich nicht ins Boxfahren. Ja, das tut mir leid. Nein, das ist nein, ich bin doch auf Ihrer Seite, Hubert. Genau. Bitte. Hubert, hör auf. Das ist nicht so mühsam. Ja, tut mir eh leid. Nimm da ihn, ich weiß nicht, nimm ihn in Mappet oder haben. Nimm da die Giraffe. Oder Hubert. Nimm da die Schlange. Habt ihr Chick da irgendwas? Was, du rauchst? Kaugummi? Nein, eh nicht. Rauchst du, Hubert? Nein. Trinkst du Alkohol? Das ist die Rockerbands schon, oder? Ja. Also, Alkoholexzesse sind eigentlich durchaus bei uns zu finden. Und ich finde es gar nicht schlecht. Ich meine, weil exzessives Leben braucht ein Künstler, um irgendwo wieder sensibilisiert zu werden. Ich habe mal so viele Rumkokoskugeln gegessen, bis wir schwindelig waren. Was hast du gemacht? Rumkokoskugeln gegessen, bis wir schwindelig waren. Bumm. Mein Herz ist jetzt wirklich wüde, Hund. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das so scharf angeht. Ja, und ich habe auch, man liest schon oft in den Zeitungen, auch vor einem Hotelzimmer warten dann so die Mädchen und kreischen irrsinnig. Und da hoffe ich aber auch, dass ich vorher... Weil die Mädchen auch ein Zimmer an einem Hotel und wir lassen es aber nicht rein und die haben dann ein Hotelzimmer zahlt und fragen sich auf draußen, das ist so lustig. Ja. Da hoffe ich auch, dass vorher Teppich sagt, wenn es rumkugelt, ne? Nein, ich habe es gemeint, das Schokolade und so. Eine Schokoladekugel, die mit rum gefüllt ist, weiß nicht, ob ich weiß schon, kennen. Mit dem Moncherie-Dinger da. Ja. Nein, aber glauben Sie, dass, weil Sie sagen, es tut Ihnen leid, wenn solche Bands wie Back Off, die, ich finde, ihr macht ganz flotte Musik eigentlich und gar nicht so schlecht, wenn solche Bands als Vorbild für die Jugendlichen sind. Ist ihr der Ernst, glaube ich, der Frontman von den Scorpions, deren Großmutter Sie sind, der trinkt auf der Bühne Alkohol. Ist das eine gute Vorbildwirkung? Ich glaube nein, oder? Wissen Sie, Herr Wotterbauer, Sie kommen mir auch schon ziemlich blöd vor. Also, wenn Sie jetzt auf den Schmoren von den Jungen einfallen, dann weiß ich wirklich nicht mehr. Es ist ganz interessant, Ihnen zuzuschauen, wenn Sie da bei uns sitzen und im Prinzip ständig destruktiv ins Gespräch hineinfallen. Finde ich auch. Jeden, der irgendwas sagt mit, der ist blöd, das ist deppert, ich weiß nicht, welche Worte Sie verwenden, zeugt für mich von einem sehr begrenzten intellektuellen Horizont, oder? Ich finde, der Moderator hat voll recht, der Moderator. Und was ich glaub, glaubst du, damit, Hubert, wir leben alle unter einer Sonne, gell? Aber einen gleichen Horizont haben wir noch lange nicht. Wieso? Denk drüber nach, frage den Manager, das erzählt er das. Du, Hubert, die Frau Hermine Omar-Janssen hat gemeint, Horizont nicht, ist sozusagen nicht nur der Horizont, den du siehst, sozusagen die Begrenzung zwischen Erde und Luft, sondern auch der Horizont, sagt man, das geistige Vermögen, das man hat. Nicht? Und dieses Doppelwortspiel hat die Frau Hermine Omar-Janssen angesprochen und hat sozusagen unterstellt, dass deiner niedriger ist, was ich aber gar nicht glaube. Ich glaube, er ist gefühlsmäßig ein lieber Bub und Sie sind eine unglaublich... Ich will mich entschuldigen, das ist mir jetzt vorher die Emotionen, weil was mich halt heiß macht. Ich will mich entschuldigen... Was wir machen zum Beispiel von Back Off, den Angriff auf Sie. Auf Tournee sind... Und im Hotelzimmer ist angenommen. Und dann treffen wir uns auf dem Hotelzimmer und dann um die Wette schaseln, das ist so arg. Ist vielleicht ein netter Vorschlag. Meine Damen und Herren, uns ringt die Sendezeit aus, wie immer. Ich darf mich bedanken bei Ihnen. Oh. Es war, glaube ich, eine ganz interessante Sache, einmal zu spüren, was da für Spannungen sind, was ist los in der Jugendkultur. Und ich habe es unglaublich schön gefunden und interessant. Danke meinen beiden Gästen und wünsche Ihnen eine hervorragende Nacht. Schlafen Sie gut und träumen Sie süß von sauren Gurken. Oma, dürfen wir noch eine Geschichte? Na klar, kommt's her. Sitzt euch her. Links ich weiß, es geht aber wirklich super, mich schaseln lassen. Wollt ihr riechen? Sitzt euch her da. So. Es war einmal ein dunkler, dunkler Wald. Wo? In diesem Wald lebte eine sehr, sehr alte Frau. Und war die dort alleine oder hat die noch gemacht? Die war ganz alleine dort. Die blonde dort vorne habe. Die hat schon graue Haare gehabt. Das heißt, so wie du, ne?